Ein herzliches Willkommen zurück zu Risen. So, jetzt ist mir gerade beim Laden aufgefallen, ich habe gar keine Pfeile mehr. Das wollte ich doch auch besorgen. Jetzt muss ich nur überlegen. Es muss einer der Jäger sein. Ist das der da vorne gewesen, der Pfeile hatte? Ich glaube. Bin mir aber nicht sicher. Sehen wir gleich. Lass uns handeln. Ich... Ja. Kauf mal alle. Oh. Ich glaube... Warte mal, ich muss mal was gucken. Was ist denn sonstiges hier? Weil das Kiefermeißel, habe ich das? Oh. Shit. Das muss ich kaufen. Tja. Jetzt wird's teuer. Wie viel Geld habe ich? Scheiß drauf, komm. Habe ich den richtigen jetzt genommen? Dass ich den Kurzbogen aus Versehen nochmal kaufe. Dann kann ich aber tatsächlich... Oh. Kann ich ja eigentlich mit dem Kurzbogen... Verkaufswert 15. Oh Gott. Lächerlich. Brathering brauche ich eigentlich nicht. Komm, mach mal weg. Den Rest behalten wir, oder? Hier, da können wir noch mal was verkaufen. Okay. So. Kann ich das verkaufen? Die verdächtige Liste, unverkäuflich. Okay. Also, ich habe jetzt dann kein Geld mehr. Shit, Dreck. Und ich habe noch so geprallt. Ich habe so viel Geld, 1900. Ja, so schnell geht's. Aber wieso habe ich denn das rostige Schwert nicht verkauft? Egal. Ich könnte halt... Also ich werde es so machen. Mein Bogen ist für den Kampf. Und zum Anlocken kann ich ja diese leichte Armbrust benutzen. Oder wenn ich eine dumme Position habe, dann kann ich ja mit der irgendwo... Oder was weiß ich, auf dem Felsen stehe oder so, wo keiner rankommt. Könnte ich ja da ordentlich mit dieser Waffe drauf schießen, ja, wo ich Zeit habe oder sonst irgendwie. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich könnte mal das Skelett probieren, ob ich es jetzt schaffe. Das heißt, ich habe es noch nie probiert, aber... Wo bist du denn? Hallo? Ja. Level aufgestiegen. Finde ich gut. Speichern. Ich will wissen, ob ich ein Skelett schaffe. Oh. War da noch eins? Nee, das sind Blätter. Oh, das sind aber mehrere. So, was war hier? Nee, das lassen wir. Lassen wir. Das eine Skelett kann ich schaffen, aber der Skelettkrieger, keine Chance. Das sehe ich jetzt schon. Nicht schlimm. War ja nur so ein kleiner Mini-Versuch. Wir haben hier ein kleines Stachelrad. Ist das ein normaler Wolf? Das sind zwei. Oh, da muss man echt aufpassen. Hey! Geil! So macht Spaß! Kleinen Maden. Jetzt, was ich vorsagen wollte, ich will mal schauen, ob ich hier alle Viecher kaputt mache, die so rumhängen. War das Kampfmusik? Weil... Ja, erstmal nochmal kurz speichern. Weil, wenn ein Kapitel, so war es halt bei Gothic, neu startet,
spawnen wieder neue Viecher und das wären halt echt Erfahrungspunkte. Runter mit der Waffe! No, warte, niemand schlägt mich ungestraft! Oh, shit! Okay, ich glaube, ich hoffe, nein. Du lernst was daraus. Das ist noch zu stark, schade. Aber nicht schlimm. Was wir auch noch machen könnten. Jetzt kurz hier. Drumherum. Waren da eigentlich auch irgendwo noch Keiler, vor denen ich Schiss hatte? War das hier? Ja. Ich probier mal. Weil ich bin ja jetzt schon mächtig und ich halte jetzt doch deutlich mehr aus. Schon viele. Jetzt mal hier eine gute Position. Ja, das darf nicht passieren, dass ich daneben schlag, Mann. Sehr gut. Wie macht? Also, das war's. Bei euch habe ich keine Angst mehr. Ja, das ist das Schöne an dem Spiel. Man kann sich dann an diesen Viechern nach und nach rächen. Ja, die einen so den Arsch versohlt haben. Da kommt man dann irgendwann später wieder. Und sagt so. Jetzt reden wir mal miteinander. Sehr schön. Okay, was haben wir hier? Ah, die Rüstung macht schon viel aus. Das ist schon geil. Können wir jetzt mal schnell ein paar Schlücke trinken? Oder ein? Das hat Spaß gemacht. Servus, guck mal, was ich bin. Wie sieht's aus? Die Weißen scheinen sich nicht mehr um uns zu kümmern. Aber ich traue dieser trügerischen Ruhe nicht. Gerade jetzt sollten wir besonders wachsam sein. Also, pass auf dich auf, Kollege. So, wie komme ich eigentlich? Das will ich erst zur Hafenstadt nochmal? Nee. Was ich aber machen könnte, wäre, ja, genau die. Also, wir räumen jetzt mal nochmal schön auf. Das ist das, was wir jetzt auf jeden Fall machen. Guck mal, wer da ist. Hey! Hat er den jetzt getötet? Für immer und ewig? Wo ist er denn? Da kam ich wohl zu spät. Das ist einer der Wölfe, die ich, glaube ich, angelockt habe, ne? Bin ich also schuld. Es tut mir natürlich sehr leid. Warte mal. Sieht man noch auf. So, jetzt gucken wir mal. Hey, die sind stark. Ein Schlag noch. Oh. Das macht doch jetzt Spaß. Das ist doch jetzt schön. Jetzt gucken wir mal, was wir da hinten haben. Oh, haben wir noch so eins. So, vorsichtig aufpassen. Zwei Stück, oder? Zwei Stück ist kein Problem. Wir gucken mal hier kurz. Das Eck. Ist nichts Besonderes. Okay, sehr schön. Ich kann mich halt nur langsam bewegen, ne? Und hier ist irgendwas Nettes. Schatztechnisch, das finde ich gut. Ach, ich habe eigentlich abgewehrt, ne? Oh.
dreh dich richtig. So, was haben wir da Feines? Aber vorsichtig, wir speichern auf jeden Fall. Bevor ich da wirklich reingehe. Das ist von der Höhle. Oh, Kraut wieder. Sehr gut. Lecker Truhe. Oder ist hier nichts? Auch okay. Jetzt bin ich gespannt. Sehr schön. Auch alles sauber gemacht. So macht das Spaß. Sollen wir uns jetzt da nochmal rächen? An den Wölfen und so weiter? Ich glaube, das finde ich schon eine gute Idee. Ich kann doch auch auf dem Bahnhof, wollte ich gerade sagen. Hier auf dem Hof, wenn dieser Typ nicht da ist. Im Grunde pennen. Dann spare ich mir das ganze Essen. Ich glaube, das probieren wir mal. Ich könnte auch probieren, diesen Typ vielleicht zu besiegen, wenn er da ist. Jetzt gucken wir mal. So, aber es scheint keiner da zu sein. Was hattest du denn? Nichts Besonderes, okay. Du? Das ist zu riskant. Warte. Hier rede ich auch mal kurz. Was ist los? Weil die alle immer so... Oh, das ist ein Keiler. Den schnappen wir uns gleich. Ein Bett direkt in der Nähe ist schon gut. Oh, wo bist du? Hä? Mist, sehe ich immer dieses... Ja, ich hab's erledigt. Warum sitzt nicht hier groß? Mampeln, was war denn das gerade? Absteigen. So enden wir alle mal. Bis hier. Ein Grab. Ja, irgendwie. So enden wir alle mal. Ja, so enden wir alle. Ruhe in Frieden. Hey, ich konnte doch hier vielleicht graben, oder? Ein Grab. Geht nicht. So enden wir alle mal. Hier? Hey? Okay. Alles klar. Also, ich will mich tatsächlich rächen. Die Sau ist so cool. Weil die waren echt fies. Diese Kackwölfe und diese. Die Sau ist es. Boah, das vergesse ich immer. Ja, ist gut. Was ist denn? Keine gute Position. Hör auf damit! Ja! Und wieso schlage ich jetzt daneben? Ich glaube, einfach mit Gewalt muss ich ordentlich reinknallen. Wir halt viel Leben dadurch, aber gut. Ich muss es ja nur zu der Höhle schaffen. Mehr nicht. Hier bin ich runtergesprungen. Ach, ich glaube, ich muss vielleicht hier andersrum latschen. Ja, hier rum. Ey, ich hasse es, wenn ihr jetzt... Kurze Schläfchen machen? Weiß nicht. Bin ich da zu faul? Ja, ich bin dazu fahren gekommen. Wir nehmen hier, oh ne, nicht einen starken Heiltrank. Schwachen Heiltrank. Achso, was ich eh machen wollte, ist hier, das hier. Weil wir haben eigentlich so viel Fleisch inzwischen. Das können wir uns schon gönnen. Was ich jetzt auch mal probieren könnte, wäre, wie viel Schaden ich mit dem Bogen mache. Machen wir jetzt mal hier bei den Wölfen, die, glaube ich, kommen.
19? Okay, also, pass auf. Ja, wir machen Schaden, das ist gut. Hört auf, auszuweichen. Das hasse ich. Nee, nein, 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 nicht. Oh, dreimal. Der ist nicht genug, ne? Nur einer. So, und zack, erledigt. So. Was war die Rache? Meine Freunde, wo ist denn der andere Wolf hin? Runtergefallen. Hä? Wo bist denn du? Ich gehe ja, ich kann nicht runter. Und natürlich noch einer rum. Hier war wohl auch einer, oder? Hä? Okay, alles klar. Alles leergeräumt. Sehr schön. Also die Rüstung macht schon viel aus. Muss ich wirklich sagen. Jetzt gehen wir noch mal zum Hof, machen noch mal ein Schläfchen, gucken, wo der Wolf hin ist. Sammeln mal hier das auf. Ist doch sicher hier runtergefallen, oder? Ja, da liegt er doch. Können auch mal die Hühnchen hier. Ne, warte mal. Tut mir leid, aber 10 Erfahrungspunkte. Hey, der Typ ist immer noch nicht da. Oder ist er das nicht? Ja, die Scheiße. Ja, ich lasse es. Ich mache jetzt hier noch mal ein Schläfchen. Ist das in Ordnung? Oh. Äschchen kann man sich ja auch irgendwann mal. Nochmal ein kleines Schläfchen und dann können wir weiter. Das sollte schon Richtung Vulkanfestung, oder? Mal laufen. Wie laufe ich denn da am dümmsten hin? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Was ist das für ein... War ich da schon? Aber ich glaube nicht, weil da müsste noch ein Falter oder sowas. Falter? Weiß nicht, wie die heißen. Du wisst schon. Ja, siehst du? Dann schnappen wir uns und dann gucken wir mal, da hinten ist eine Höhle, was da drin ist. Hey, Mistviech. Oh, sehr schön. Läuft nicht so gut für euch, würde ich sagen. Oh, jetzt mal vorsichtig. Oh! Die sind so gut getarnt, die Arschis. Gucken wir mal, wie stark die sind. Sehen wir gleich. Bitte nur einer, ja? Sehr gut. Nein, nur von wegen einer. Gemein. Nein, nicht umzingeln. Das will ich nicht. Hört auf damit. Hör auf damit. Brauche eigentlich nur mal meinen super-duper Schlag durchbringen und dann war's das, aber ich komme nicht durch. Jetzt, sehr gut. Ich schlag immer daneben, was soll das? Ja klar, bitte nicht sterben. Sehr gut.
will halt schon wissen, was in dieser Höhle ist, ne? Jetzt tun wir erstmal ein bisschen mampfen. Die waren jetzt nicht mehr so furchterregend wie die erste Mordleiche. Ja, und das ist so geil an diesem Spiel, dass man halt echt am Anfang überall fast auf die Fresse kriegt und dann später wird es halt echt sehr entspannt. Ich muss auch mehr mit dem Bogen schießen, würde ich auch sagen. Bin ich umsonst so viel da reingebuttert. Zu speichern. Nicht vergessen, hier ist nichts. Das ist... Oh nein. Okay, diese Ghule oder was das sind, die packe ich tatsächlich nicht. Die sind noch zu schnell. Ach, ich bin doch ein Idiot. So geht es noch viel schneller. Super. Und wenn ich mich nicht... Oh, guck mal, was sind denn da oben? Da sagt man doch auch mal schnell Hallo. So. Ja, alles schön gereinigt, meine Freunde. Ja. Oh, das war doch schön. Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist so ein cooler Pilz, oder? Der Geschicklichkeit gibt. So, jetzt schnappen wir uns diese Motte, die da noch rumhängt. Motten sind eigentlich, wenn sie alleine sind, die einfachsten. Hä, wo ist er denn hin? Hä, wo bist du? Ist nach unten geflogen. Müsste ich doch looten. So, schön. Und jetzt geht's hier links zur Vulkanfestung. Da müsste ich doch auch mit einem labern können. Da stand doch auch einer rum, oder? War das nicht hier? Ne, hier. Na, mein Freund? Alles klar bei dir? Das ist in Ordnung. Also, ich guck mal hier rein. Nur mal schauen, was hier ist. Zieh aber mal vorsichtshalber. Was war das für ein komisches Geräusch? Huck! Ah, das ist so eine komische Dingsgrille, die ich auch nicht schaffe. Ihr seid so lustig. Jo, muss ja nicht sein. Wir wollen ja letztendlich nur zur Vulkanfestung. Was haben wir hier schönes? Eiselust. Komm, schlag zu. Ja, aber klar, wenn ich... Hör auf damit. Das ist unverschämt. Oh, auch. Oh. Sehr schön, das macht... Das macht's Laune. Wölfchen. Da hinten ist auch noch ein Wölfchen. Komm. Wieso schlage ich immer daneben bei euch Mistviechern? Ah, jetzt schlägt er dreimal zu. Hör auf, mich zu umzingeln. So, einmal. Oh, und wieder daneben. Das ist mega nervig.
Also Wölfe sind echt nicht dumm, muss ich wirklich sagen. Die sind nicht dumm. Aufpassen. Guck mal hier runter. Das ist so bläulich. Kann ich da irgendwas machen in diesem blauen Kristall? Unheimlich. Ah, da steht so ein komisches Koboldviech oder wie ich die nenne. Ich vergesse immer den Namen von dem. Nun. Hey, hörst du auf damit? Also ich glaube, dieser Streitkolben ist deutlich langsamer. Wichtig ist, dass wir schaffen. Das ist kein Wolf. Oh. Okay. Alles klar. Wir gucken hier trotzdem mal noch mal zu diesem Wasser. Mal so blöde Falter wieder. Das ist ja kein Problem. Zwischen. Wir gucken aber hier nochmal schnell hin. Da ist eine Stachelratte. So. Ich habe gerade irgendwas gehört, aber ich dachte, es hat sich irgendwie angehört wie ein Wolf oder so. Kann das sein? Oh, junge Stachelratte ist kein Problem. Ja, kein Problem. Halt einfach Lappe, Mensch. Immer dasselbe. Meine große Fresse. Affenstadt. Bin ich in Ordnung? Mal hier noch ins Innere. Oder mal Wölfe. Warte. Einmal. So, jetzt konntest du nicht zur Seite ausweichen, Penner. Du schon. Nach links ausgerichtet bist. Das ist schlau. Hörst du auf? Unten sind die wilden Kobolde. Vielleicht gibt jetzt keinen Weg runter. Machen wir uns den Wolf kurz. Ja. Das ist ausleichen. Oh, jetzt hat das nicht gemacht. Das war ein Fehler. Wenn der dritte Schlag durchkommt, hat da echt ein Problem. Schön in der Wildnis. Wie gerade macht Spaß. Ich möchte mal hier nochmal knapp unten gucken. Hier müsste ich doch nach unten kommen. Und hier ist doch eine Hütte. Schnell rein. Ach, da waren die Falter, die machen wir schnell weg. Dann gucken wir uns die Hütte gleich genauer an. Willst du mich verarschen? Weil ich halt einfach meine Fresse halten kann. Die sind so einfach, bla 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 bla. So. So können wir es auch machen. Vielleicht habe ich ein Bett in der Hütte. Das wäre cool. Oh, das ist eine Wildsau. Wo ist denn jetzt der andere Pfeil dahin? Wo hat es sich hingewichst?
Hä? Wo bist du? Ah. Nur die Wildsau und die zwei schnappen wir uns auch. Ja? Ja, ja, komm. Oh, sehr schön. Na. Also sterben möchte ich eigentlich gegen so einen nicht. Wie gesagt, ich habe hier irgendeine komische Hütte. Will ich mir schon angucken. Oh, was ist hier an Kräutern? Total. Oh, hä, wo bin ich? Wir essen jetzt doch eine Kleinigkeit. Weil ich habe hier jemanden rumstehen sehen. Oh, den habe ich nicht gesehen. Wieso bist du denn du wirklich hart durchgekommen? Juno? Na, bitte nicht. So, Gott, hui. Knappe Geschichte. Aber geschafft. Da ist wurscht. Wie gesagt, die Hütte ist jetzt hier in der Nähe. Und vielleicht haben wir da auch ein lecker Bändchen. Echt interessant, wenn ich hier gerade bin. Wirklich interessant. Auch das hier. Irgendwie. Oh, fast nicht. Na, wir gucken mal hier rein. Komisch. Sehr komisch. Einer ist da. Ich werde nahe dein Bett missbrauchen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Marvin. Hi. So allein hier draußen? Jetzt wohl nicht mehr. Wer bist du? Ich bin Marvin. So. Marvin. Weißt du eigentlich, wie schwer du zu finden bist? Wieso? Hast du Ach, das Sohnemann. Oder? Ja. Deine Mutter macht sich schon Sorgen um dich. Ach ja, meine Mutter macht sich immer Sorgen. Du kannst ihr ja sagen, dass ich noch lebe und dass ich sie vermisse. Mütter stehen auf sowas. Das machst du gefälligst selbst. Ja, wenn ich mal viel Zeit habe. Vielleicht. Was machst du hier in der Wildnis? Ich wollte gerade was essen. Sieh an, ein Witzbold. Und die Hütte hier? Das ist deine, ja? Ich bin Jäger und suche Pflanzen. Ach ja? Du siehst gar nicht aus wie ein Jäger. Tja, dir kann man wohl nichts vormachen, was? Du sagst mir jetzt, was du hier wirklich machst. Ich habe gehört, dass die Ruinen voller Schätze sind. Und da bin ich losgezogen, um mir welche zu holen. Ich habe mir sogar eine Schaufel und eine Spitzhacke besorgt. Prima. Schluss mit dem Unsinn. Ich sehe dir an deiner Nasenspitze an, dass du lügst. Und wenn ich dich einfach ignoriere, gehst du dann wieder? Keine Chance. Okay, dann hör zu. Die Sache ist so verrückt, dass du sie mir wahrscheinlich gar nicht glauben wirst. Kurz bevor mich die Weißen in der Hafenstadt eingesperrt hatten, fing es an. Ich hatte so merkwürdige Erscheinungen. Erst war es noch harmlos. Nur Albträume und so. Aber dann wurde es immer schlimmer. Ich hielt es in der Stadt nicht mehr aus und bin hierher geflohen. Aber auch hier draußen wurde es nicht besser. Ich kann kaum noch schlafen vor lauter Angst. Die ruhelosen Geister der alten Burgherren dieser Insel verfolgen mich. Ich bin verflucht. Warum sollte ein toter Burgherr einen Bauernjungen verfolgen? Wenn ich das wüsste. Sprechen die Geister zu dir? Nur einer von ihnen. Burgherr Patroskon nennt er sich. Patroskon? Ja, wenn er zu mir kommt, habe ich seine schrecklich flüsternde Stimme in meinem Kopf. Er will irgendwas von mir. Ich weiß aber nicht was. Hast du eine Ahnung, woher deine Geister kommen? Nein. Aber wenn es wirklich Geister von untoten Burgherren sind, dann wird man ihre Körper vielleicht noch in den alten Burgen finden. Nicht weit von hier im Norden steht ein zerfallener Turm einer alten Burg. Irgendwo an der Westküste der Insel habe ich auch schon welche gesehen. Na, eine habe ich schon. Vielleicht hast du etwas bei dir, was einen Untoten interessiert. Was zur Hölle soll das denn sein? Moment. Ich habe irgendwo im Wald diesen seltsamen Ring gefunden. Und wenn ich so darüber nachdenke, habe ich diese Erscheinung erst, seit ich diesen Ring an mich genommen habe. Ein Ring? Zeig mal her. Ja, gerne. Hier, nimm das verfluchte Ding. Ich schätze, du hast wirklich ein Problem.
Ist ja kein Wunder, dass du die Untoten zornig machst, wenn du dir ihren Kram einfach in die Tasche steckst. Verdammt! Und was soll ich jetzt tun? Ich werde mich um deine Geister kümmern. Wirklich? Wie willst du das denn anstellen? Es gibt einen Grund, warum dieser Burgherr Patroskan und die anderen Untoten dir erschienen sind. Diesen Grund werden wir beide bald kennen. Ich danke dir, dass du mein Elend beenden willst. Ich hoffe nur, dass du Erfolg hast. Diese Erscheinungen sind unerträglich. Wem gehört eigentlich diese Jagdhütte? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze, einem Jäger. Ach was, ganz schön dreist von dir, dich hier breit zu machen und einfach fremde Sachen zu benutzen. Ich bin schon ziemlich lange hier. Bisher kam noch keiner, der sich über meinen Aufenthalt beschwert hat. Entweder ist der Besitzer tot oder von der Inquisition in die Vulkanfestung verfrachtet worden. Möglich. Wie bist du überhaupt aus der Hafenstadt rausgekommen? Ich bin nachts über die Stadtmauer gesprungen. Ach, so einfach ist das. Naja, du darfst dich dabei natürlich nicht erwischen lassen, versteht sich. Vasallenring. Ich muss mehrere aufsuchen, okay. Jetzt will ich nur mal wissen, ob ich schlafen kann. Okay. Bin nicht verflucht oder so. Pass mal auf. Gehen wir doch mal auch gleich zu der Truhe, ne? Was ist das? Hinten links. Okay. Kann ich eigentlich hier das Zeug nehmen? Ja. Bin ich okay. Die Truhe hier. Ich habe sie jetzt hier schon übertrieben. Das Stahlring, sehr gut. Auch okay, jetzt merken wir uns mal diesen Ort. Oh, ich bin aber weit weg. Okay, alles klar. Jetzt gehen wir weiter Richtung Norden. Lauf ich Richtung Norden? Ja. Okay, interessant. Ich muss Vasallenringe irgendwie finden. Jetzt müssen wir mal schauen, ob ich auf dem Rücken bin. Eigentlich muss ich hier vorbei laufen, oder? Geht ein Weg lang? Nee. Tja, da ist eine Hütte. Komm, gehen wir hier entlang. Ich habe hier schon ziemlich viel weggemacht. Das müsste doch hier eigentlich landen. Ja, das sieht gut aus. Es sind so viele Viecher hier, ohne Witz. Wildschweine sind immer noch nicht so meine Lieblinge, echt, die sind echt gut. Muss ich wirklich sagen. So, wir haben also bla. Paar blöde Falter. Blöde. Hm. Hey! Das hasse ich! Ja, genau! Macht's so, immer abwechselnd. Enner! Ich darf hier nicht platt machen, oder? Alter, ihr nervt unglaublich. Ach so, was ich... Jetzt machen wir mal was anderes. Schauen wir, wie ihr auf Pfeile reagiert im Miststücke. Ach, sauer habe ich jetzt nicht im Miststücke. Das ist so unfair. So. Okay. Jetzt gucken wir mal. Ja, das war nichts. Oh, das war auch nichts. Das war was? Oh Gott. Nee, das ist nicht so cool. Okay, die mache ich lieber so. Hört auf! Es ist so unfair!
Ja, klar. Haben wir es jetzt? Ja. Sind die so plötzlich so aggressiv, die Penner? Unglaublich. So. Ich könnte gleich nochmal mich in die Jägerhütte zurückziehen, glaube ich. So viel Schaden, wie ich bekommen habe. Kräuter habe ich hier viel. Das ist echt schön. Jetzt gucken wir mal, was hier noch rumfleucht. Ist das ein Wolf da hinten? Gucken wir mal. Haben. Nee, das ist so ein komischer Koboldgnom oder was auch immer. Du kleiner Sack. Na komm her. Oh, sehr schön. Wäre schön, wenn ich in der Hütte pennen könnte. Das wäre wirklich prima. Guck mal, ist hier irgendwas? Muss ich irgendwo reinrennen? Ja, das sind viele. Da ist auch irgendein Federmann. Er kommt endlich her. Ja, greif mich bitte an, jetzt komm. Da kommt die andere Arschieße auch noch. Aber gut, dass Federmann nicht dabei ist. So, jetzt sieht es doch anders aus, ha? Ja, aber klar. Seit wann umzingelt ihr? Ja. Ihr geholpert. Tut mir aber gar nicht leid. Ja. Oh. Hä? Was ist mit dir los? War da nicht noch irgendein Penner? Oh, zwei. Jetzt muss ich aufpassen. Nee, das wollte ich nicht. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh. Nur ein kleines Missstück. Oh, das ist ja der Häuptling. Hasse ich nicht. Das ist ausweichend. Ja. Du kleiner. Ja. Du quatschst mich an. Das ist ein Wasserfass zum Saufen, sehr geil. Ich will aber ein Bett. Und da ist ein Bett, hervorragend. Oh Gott, ist das cool. Also, dann machen wir den platt. Passen aber auf, dass ich hier nicht irgendwo in eine andere Sache reinrenne. Nette Kämpfe jetzt gerade gehabt. Und Erfahrung kriege ich hier richtig noch. Boah, wie viel, ich habe echt viel hier platt gemacht. Also den schnappen wir uns noch. Auf jeden Fall. Ach, du bist nur ein normaler Gnom. Du hast mächtig aus, aber... Alter, wo bin ich hier? Hier gibt's richtig noch viel zum Abschlachten. Na, hier oben war schön, ist ein Stuhl. Prima.
Hab ich mir immer schon gewünscht. Ich weiß aber nicht, wo ich bin. Hier ist dieser Turm, von dem er gesprochen hat, wo ich ja eigentlich nicht hin will, ehrlich gesagt. Guck mal in die Hütte, was wir hier Schönes haben. Das ist schon mal gut. Truhen sind immer schön. Pfeile. Oh, ist das ein kleiner Rubin? Haben wir noch irgendwas? Nö. Also, kleines Schläfchen. Die Hütte ist Gold wert. Okay. So, und dann würde ich nämlich sagen, sind wir hier am Ende dieser Folge angelangt. Sag ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.